Ob neue Möbel im Büro oder modernere Maschinen in der Fabrik, wer sich neu einrichten will, für den gibt es in vielen Fällen bereits die virtuelle Planung am Computer. Dreidimensionale Modelle der entsprechenden Räumlichkeiten machen es möglich. Doch um solche 3D-Modelle zu erstellen, ist meist ein ganzes Team von Vermessungstechnikern notwendig. Deutsche Forscher arbeiten daher an einer Idee, die helfen soll, die Kosten der Vermessung deutlich zu senken. Das 3D-Modell eines Büroflurs. Hinter der digitalen Kulisse herrscht unerwartete Aktivität. Der virtuelle Raum basiert auf realen Daten. Gesammelt dank künstlicher Intelligenz. Die Absicht der Forscher ist vermessen. Ein Job wie geschaffen für ihren Kollegen Kurt. Kurt ist der schnellste Indoor-Roboter der Welt. Mit 15 Kilometern pro Stunde erreicht er flottes Joggertempo. Dennoch kommt Kurt selbst in engen Gängen zurecht. Sensoren erfassen die Umgebung dreidimensional. Hindernissen weicht der kleine Roboter selbsttätig aus. Autonom agieren, rasch reagieren. Dass er dazu in der Lage ist, verdankt Kurt seiner ausgefeilten Software. Obwohl die PCs immer schneller werden, müssen die Algorithmen, die darauf laufen, in kürzester Zeit reagieren. Bei uns ist das so, dass die schnellste Loop, die wir laufen haben, mit 100 Hertz läuft. Das heißt, 100 Mal in der Sekunde beobachtet der Roboter sich selber und ändert seine Position. Und 70 Mal in der Sekunde erkennt er, ob vor ihm neue Hindernisse auftreten. Und das sind auch die hohen Taktfrequenzen, die man haben muss, damit man noch sicher navigieren kann. In entspannter Atmosphäre und kreativem Chaos arbeiten die Forscher an der Weiterentwicklung ihres Roboters. Denn Kurt soll sich in fremder Umgebung nicht nur selbstständig bewegen, sondern diese auch aufzeichnen. Das Zeug dazu hat er bereits, genauer das Werkzeug, einen 3D-Laserscanner. Der Laser tastet den Raum vertikal und horizontal ab. Anschließend entstehen aus den Daten im Computer dreidimensionale Modelle. Der Scanner erfasst alle Objekte, so auch den Modern Times Kameramann samt Arbeitsgerät. Die Modelle wirken grob, genügen aber für Testzwecke. Künftig soll Kurt als Vermessungstechniker tätig werden. Wenn wir uns mal eine Autofabrikhalle vorstellen mit Förderbändern, wo Autos hin und her fahren, dann fährt der Roboter da durch, nimmt verschiedene dreidimensionale Scans der Umgebung auf und baut die automatisch zu einer kompletten dreidimensionalen Welt auf. Und in dieser dreidimensionalen Welt kann man dann den Fluss, den Materialfluss simulieren, die Produktionsstraße simulieren und alle verschiedene Aufgaben machen, die man sonst noch mit so einem dreidimensionalen Umweltmodell braucht. Den Forschern liegt bereits eine Anfrage aus den USA vor. 15 ihrer Prototypen sollen Hochhausetagen digitalisieren, inklusive Mobiliar. Denn Kurt hat einen Nebenjob als Nachtwächter. Er kann Räume laufend überwachen, im Notfall Alarm schlagen und sogar Verdächtige verfolgen, soweit ihn seine Batterien tragen.